Hallo und willkommen zurück zu Part 2. Ich habe jetzt mal geguckt, ich muss jetzt leider etwas die FPS runterschrauben, damit die Dekodierung nicht wieder die ganze Zeit rummeckert. Jo, wir waren gerade dabei, ein bisschen Farbstoff und Sand zu holen für den Space-Anzug, den wir brauchen, um auf den Mond und auf andere Planeten zu kommen. Was brauche ich brauch die für andere Planeten? Ich denke mal schon. Damit wir dort Ressourcen holen können, die uns in diesem Spiel hier weiterbringen. Ja, ich glaube, wir haben. Ach komm, wir machen den Stack voll. Das läuft schon einigermaßen flüssiger, auch wenn es jetzt etwas ruckliger ist. Komm, 58, 59, 60. Damals. Wir haben Stack voll. Weißen Farbstoff. Na, wir haben grauen. Wie mache ich denn weiß? Ah, mit Bombe. Nee, Bombe habe ich auch. Okay. Alles gut. Wir haben alles. Dann abdrehen hier. Schade, dass das hier nicht angezeigt wird. Eigentlich ist das so. Aber naja. Abdrehen. Diese Ringe da oben ist cool. So, ja, wir brauchen einen Ofen. Auch geil. Was ist denn da Space? Ach Gott, müssen wir jetzt hier draußen ein bisschen was freischaufeln oder was? Anscheinend ja schon. Ah, ich sehe, wo das Problem ist. Jetzt sollte es passen. Jo, auf! Perfekt. Hier oben ist direkt ein Berg. Oh, da ist eine Höhle. Oh, perfekt. Ich weiß, diesen Weg hätte ich auch laufen können, aber. Komm. Brauche ich jetzt natürlich irgendwas, was Licht macht. Weil jetzt also lagern wir alles wieder ein. Komm, ich kann kaum noch laufen. Einmal alles wieder einlagern. Hier Sand, Boom. Ich werde es Schrott, nicht so schlimm. Ja, Komplize, Ende. Perfekt. So, wir brauchen. Nehmen wir ein paar Cubes mit. Weil das man die nicht stacken kann. So, essen wir uns mal ein bisschen voll hier. Ich bin unsichtbar. Unter Wasser atmen. Glück. Oh, geil, ne? Gibt alles schon eine Effekte und das nur, wenn ihr essen in diesem Ding hier. Ne? Ja, geil. Gehen wir ein bisschen mal. Oh, ist das dunkel. Wir bräuchten am besten Kohle. Haben wir hier irgendwo Kohle? Nee, natürlich nicht. Ja, das ist ein kleines Problem. Ohne Licht sehen wir nichts. Ah, ist egal, ich soll's mal. Ich meine, ich kann schon auf könnte Gamma erhöhen, aber das mal. Ganz genau, gucken, du musst doch bestimmt irgendwo Kohle sein. Nee. Kein bisschen. Ach, come on. Ist doch jetzt nicht wahr. Doch! Oh, ein Kohle. Oh, ein bisschen mehr. Okay, damit können wir uns direkt Fackeln machen und hier anfangen zu buddeln. Ist gut, dass hier Kohle ist. Jetzt gibt mir noch Holz und das Holz habe ich in der Tat. Das auch oh Mann, ey. Man merkt schon, dass ich nicht wirklich ein Survival-Spieler bin. Naja, ist aber auch nicht so schlimm, ne? Hey, jetzt komm her. Öffne deine Türe. Perfekt.
So, Holz haben wir. Nee, ja doch, wir haben alles. Genau, einmal hier rüber. Jumpen. Kiste. Wo Holz? Da ist Holz. Perfekt. Ja. Stein habe ich nur. Ah, hier tatsächlich. Wir haben genug Stein. Oh, ich bin so ein Depp. Naja. Wir machen uns jetzt noch schnell hier einen Ofen. Muss er her. Perfekt. Hat man mit hier da dabei. Ja doch. Bauen wir mal den Sand. Bett wäre nicht schlecht, ne? Na, wir haben eine volle. Aber, naja. Den lassen wir jetzt noch ein bisschen durchlaufen und dann gehen wir jetzt mal raus und meinen ein bisschen. Oh! Da gibt's mit Stein abbauen. Werden wir jetzt sehen. Sieht so aus. Nö, brauchen wir Eisen für. Okay. Gut zu. Alter! Was ist das? Das ist nicht Plastik, oder? Guck mal kurz. Plastik. Warum? Okay, es gibt anscheinend auch Varo. Varo, gut zu wissen. Echt gut zu wissen. Ich bin mal ein bisschen aus, dass auch keine Monster hinkommen. Jo, fangen wir mal. Oh, hier ist noch mehr. Gar nicht gesehen. Das heißt, es könnte sein, dass wir in der nächsten Folge schon auf einen neuen Planeten gehen. Varo. Klingt nicht so. Ist aber Varo. Varo. Muss es doch irgendwas geben. Willkommen. Aber warum nächste Folge? Wir haben gerade erst angefangen. Wir können auch jetzt schon darauf gehen. Meine Frage ist nur, ob wir da einfach drauf kommen oder ob wir irgendwas einnehmen müssen, um dort zu überleben. Das ist eine gute Frage. Naja, hier finden wir soweit nichts. Wir gucken mal, wie weit das in der Tat ist. Der Sand. Das Ding brauchen wir Eisen für. Merken. Ah, warte mal. Ich glaube, man kann sich hier in einen Waypoint machen. Dafür bräuchten wir nur ein Interface, genau. Waypoints. Add new. Wie kann ich denn machen? Facing Settings. Waypoints. Add new. Achso. Herz. Add new. Jetzt können wir jederzeit, von egal wo wir waren, können wir einfach auf den Waypoint drücken und dann werden wir genau wieder an diese Stelle hier gebracht. Ist doch geil. Nice. Ja, dann würde ich sagen. Perfekt. Jetzt brauchen wir noch ein bisschen von dem Bone Meal. Genau. Und dann haben wir jetzt auch schon ein Teil des Basics complete. Und
Sag nicht, ich muss sagen. Ah, okay, wir müssen noch ein paar mehr Skelette jagen. Aber davor gehen wir erstmal nach. Was war das? Baro. Baro, ne? Ja, doch, Baro. Baro, Baro. Messer and Baros. Guck mal, dann ist schon Baro müssen. Auf in eine neue Welt. Liebe ich, wie sie draußen so. Fliegen direkt durch den Vortex. Und wir landen. Vielleicht, wenn ich die Tür aufmache, bin ich gespannt, was uns dahinter erwartet. Wie? Kann ich hier. Ich kriege Schaden. Fortschritt erzielt. Ah, es geht also auch mal. Okay. Sieht hier aus wie in der Wüste, außer dass der Himmel etwas anders ist. Das, was ist das denn hier für ein Barussand? Barussand. Okay. Okay, gut zu wissen. Ach du Heilige. Ist da, das sieht aus wie Sandstein, aber wahrscheinlich Barusstein, oder? Oh, ne, Sandstein. Hm, cool. Okay. Gut. Es soll eigentlich auch neue Kreaturen geben. Aber jetzt komplett ohne Rüstung. Ist irgendwie dumm, hier lang zu laufen. So. Ah, hier haben wir noch eine Höhle, glaube ich. Yeah. Naja. Ja, alles mit Sand zu. Auch geil. Wir bräuchten Plastik. Also angeblich soll es hier Plastik geben. Die Kutier-Einstellung überlastet, Alter. Wegen dem Himmel, oder? Ja, je mehr der an Grafik laden muss, desto schnell überlastet der. Oh, hier unten ist was. Was ist das? Leuchtende Blöcke. Ist das Plastik? Was ist das? Zeiton. Auf jeden Fall eine schöne Lichtquelle. Können wir nehmen. Nehmen wir mit. Das ist normaler Sandstein, ne? Ja, okay. Naja, erkunden wir hier mal ein bisschen. Wenn wir auf Ballyfrey gehen, könnten wir auch die Zitadelle finden. Ja, warte mal. Ich glaube, man kann die aktivieren, soweit ich weiß. Dimension. Ballyfrey. Ja. Angels können mich. Angels können Licht kaputt machen. Ach du Heilige. Also. Ich weiß, dass man das irgendwo einstellen konnte, aber. Wo genau war es? Zum neuen Stadella. It's a drain, it's all. Ah, wo war das denn? Wo war das denn? Ich muss eben, glaube ich, die Zitadelle aktivieren. Also bei Gebilde oder so. Aber wo?
Sparer Mod Options. Das war bei Dimensions, denke ich mal. Dimensions, Moon. Skybox Levels. Wo ist es denn? Stable Custom Dollar Spawner, nee. Okay, merkwürdig. Merkwürdig. Aber ich glaube schon, dass das standardmäßig aktiviert ist. Wenn sie die Delle finden würden, Alter. Ich kann auch gleich nochmal nachschauen, wo genau ich die Zitadelle aktiviere. Dafür sollte ich mal mein Handy aufladen gehen. Ohrenblick. Wir haben ein Power. Wir haben eine kurze Unterbrechung. Komm her, Ladekabel. So, perfekt. Wir können weitermachen. Wir müssen irgendwas doch finden. Plastik, der meinte doch, hier ist irgendwo Plastik. Aber Höhlen sind nicht mal Höhlen, das ist einfach nur, ja, Sandstein. Also merken wir uns, Varus ist einfach eine pure Wüste, wo man nichts finden kann. Oder? Sieht vielversprechend aus. Komm. Muss doch was sein. Nein? Alter, hier gibt's nur Sandstein? Das ist... Alter. Das ist blöd. What? Ja gut, ne? Reicht. Okay, also gut, dann Scaro, Transalor, Gallipray. Wir gehen mal zurück zur Overworld. Joa. Oh, Monitor. Hab hier den Monitor hier. Dieses Ding, ne, das sieht so atemberaubend aus. Auch wenn es gerade in der Schleife abgespielt wird. Aber das Glas ist auch geil. Aua. Ja, dann müssen wir wieder was essen. Hab nichts mehr, auch geil. Mein, bis zur nächsten Folge schlau. Wie ich hier die Zitadelle finden kann. Oh, wir sind direkt in der Wüste, null. Ja, verbrennt mal bitte alle Skelette, damit ihr euer Baum nicht kriegt. Wäre schön. Das brauche ich nämlich. Komm, da ist es verbrannt. Das hat das gebracht, perfekt. Zwei Knochen. Oh, und jetzt hat das Skelett auch noch überlebt.
Nein. Perfekt. Damit haben wir auch das erste Glas fertig. Das machen wir jetzt noch eben schnell und dann beende ich die Folge auch. Grün. Brauchen wir grün? Nee, ne? Grün brauchen wir eigentlich nicht. Aber ich nehme es trotzdem mit. Dann im Ofen schön braten. Dann kriegen die Sticks. Wo ist die Tarte? Da ist sie. Oh. Ich würde sagen, ich lade erstmal diese Folgen hoch. Gleichzeitig mache ich gleich noch eine, nachdem ich geguckt habe, wie ich hier Zitadelle aktiviere. Wann habe ich jetzt was? Ja, Crafting Table. Und rum. Ah, ich glaube. Das war so, oder? Nein? Oh, komm. Echt jetzt? Muss er es große machen und dann kleiner. Ja gut. Ich würde sagen, ich mache mir noch eine Kiste, wo wir jetzt den ganzen Anzug zusammenstellen. Holz, ja. So, oder? Ja, Hammer. Perfekt. Da kommt er für den ganzen Anzug. Ah ja, 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 ja. Kommt schon mal darin. Diese Blöcke wäre echt geil, ist Technik. Oder Zeitraum. Ah. Mach Licht. Packen wir einfach hier hin. Jo. Ein bisschen Varus-Sand. Ja, genau. Würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Ich mache mich bis zur nächsten Folge schlau, wie wir zur Zitadelle kommen könnten. Und ja, euer DeWettGamer.